Guten Tag, mein Name ist Nikolaus Fest. Ich bin 54, komme aus Hamburg, habe viele Jahre für Bild und Bild am Sonntag gearbeitet, zuletzt als stellvertretender Chefredakteur. Heute bin ich freier Publizist, verdiene also meinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben von Artikeln und Büchern. Nun habe ich mich entschlossen, der AfD beizutreten. Warum? Weil ich mir Sorgen um dieses Land mache. Diese Sorgen und meine Position zu aktuellen Themen werde ich Ihnen in Clips wie diesem näher erläutern. Heute daher nur stichwortartig die wichtigsten Gründe für mein Bekenntnis zur AfD. Erstens, Demokratie braucht Opposition. Nur eine starke Opposition stellt sicher, dass das Handeln der Regierung hinterfragt und kritisiert wird. Derzeit aber gibt es faktisch keine Opposition. Alle Parteien im Bundestag haben die Grenzöffnung mitgetragen, den unbegrenzten Zustrom von Migranten, die Bankenrettung, Griechenrettung, Eurorettung. Das ist ein bisschen wie einst in der DDR-Volkskammer. Es fehlt ein Gegengewicht, es fehlt eine Opposition, es fehlt eine politische Alternative. Deshalb AfD. Mein zweiter Grund? Weil die Regierung nicht mehr vom Parlament kontrolliert wird, schwindet die Rechtsstaatlichkeit. Die aber ist das Allerwichtigste. Wo es keine Rechtsstaatlichkeit gibt, herrscht Willkür. Was das heißt, zeigt Russland oder früher die DDR. Der Staat kann sie verhaften, denunzieren, mit Prozessen überziehen, enteignen, kurz ihre bürgerliche Existenz vernichten. Und daher muss man in dieser Hinsicht sehr, sehr grundsätzlich sein. Das heißt, man muss den Anfängen wehren. Denn wenn die Regierenden erst einmal auf den Geschmack kommen, dass sich ohne rechtliche Grenzen viel angenehmer regieren lässt, gibt es kein Halten mehr. Wer sich einmal über das Recht hinwegsetzt, tut es ohne Skrupel auch ein zweites oder drittes Mal. So wie eben diese Regierung. Der Vertrag von Maastricht wird mit ihrer Billigung immer und immer wieder gebrochen. Die klaren Einreiseregeln von Dublin und Schengen spielen für Frau Merkel und Herrn Gabriel keine Rolle. Die eindeutig rechtswidrige Finanzierung bankrotter Staaten durch die Europäische Zentralbank wird von ihnen geduldet. Und Justizminister Maas greift in ein laufendes Strafverfahren ein, ohne dass er zurücktreten muss. All dies sind genau die Anfänge, denen man wehren muss. Wer die Rechtsstaatlichkeit erhalten will, muss diese Regierung abwählen. Auch deshalb AfD. Am meisten aber beunruhigt mich etwas anderes. Nämlich die Gefahr, dass wir vor einer totalitären Bedrohung einknicken. Vor dem Islam. Hier stehen wir meines Erachtens an einem Scheideweg, vor einer historischen Herausforderung. Ob wir unsere Freiheiten behalten oder eben nicht. Und es sieht nicht gut aus. Wir haben islamische Anschläge, wir haben Parallelgesellschaften. Theaterstücke werden abgesetzt, Bücher und Karikaturen aus Furcht nicht gedruckt. Frauen können sich nachts in vielen Städten nicht mehr sicher bewegen, in zahlreichen Schwimmbädern herrscht Ausnahmezustand. Schwule werden drangsaliert, Juden auf offener Straße bespuckt und angepöbelt. Und immer, immer hat die Bedrohung denselben Hintergrund, den Islam. Das wollen wir hinnehmen? Die anderen Parteien tun es schon, sie haben kapituliert, sich unterworfen. Ich will das nicht. Deshalb AfD. Die AfD ist die einzige Partei, die die Freiheit der westlichen Lebensart verteidigt. Und damit das Erbe der Aufklärung. Also die Herrschaft von Recht und Vernunft und die Freiheit, sein Leben selbst zu gestalten. Mein Großvater Johannes Fest, Ehrenbürger Berlins, stand einst vor einer ähnlichen totalitären Bedrohung. Er war Mitglied der bürgerlichen Zentrumspartei, ein erbitterter Gegner der Nazis. Auch diesem antitotalitären Erbe fühle ich mich verpflichtet. Und dann gibt es noch einen ästhetischen Grund, warum ich der AfD beitrete. Ich bin ein Freund von einem fröhlichen, bürgerlichen Optimismus und auch von Manieren und Stil. Und daher habe ich Schwierigkeiten mit einer Kanzlerin, die jeden Tag mürrischer und verdruckster wirkt. Und ich habe auch Schwierigkeiten mit einem Vizekanzler, der Demonstranten als Pack denunziert und schon gegenüber ein paar dummen Jungs die Beherrschung verliert und den Mittelfinger zeigt. Und deshalb hier noch eine Bitte. Bleiben Sie bitte gelassen, bleiben Sie bitte fröhlich. Das Schöne an der Politik ist, mit ein paar Kreuzen
kann man alles verändern. Ganz sicher ist, die besseren Argumente sind auf unserer Seite, die bessere Laune ist es auch und die Zukunft ist es ohnehin. Guten Tag.